Filter. So, wo ist denn hier mal so eine Wache gewesen? Wo ist denn hier was gewesen? Da unten, also, sehr interessant. Ah, shit! Ah, die andere Wache habe ich jetzt auch gar nicht gesehen. Aber na gut, komm. Ah, so viel zum Thema unbemerkt. Okay. Wieso macht er immer so eine Hechtrolle um den drum? Das ist jetzt irgendwie komisch. Vor allem habe ich von hier oben geguckt, da waren keine. Aber nein, die Gegend muss ich ja immer der Reihe nach aufbauen. Das kotzt mich an. Ah, Gott, nee. Warum machen die denn einfach mal ein schönes Spiel, wo man anständig alles einstellen kann? Das gibt's doch nicht. So, hier ist wieder der nächste. Na, wenigstens habe ich meine Pfeile wieder. Das ist auch toll. So. Und plündern. Ich will das Ding wieder haben. Lalalalalala. Im Grunde genommen bin ich ja noch unbemerkt. Es hat ja niemand mitgekriegt, dass die fehlen. So, gehen wir mal fix hier rein. Sind hier irgendwo Gegner in der Nähe? Okay, davon könnte was sein, aber ich brauche hier wieder irgendwo ein Versteck. Ein gutes. Nee, okay, das ist zu offensichtlich. Muss hier schon ein klein wenig ackern. Okay, einer weniger. Oh. Und du kommst mir auch. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So, jetzt brauche ich aber meine Pfeile wieder. Oh, nicht runterrutschen. Bleib doch mal liegen hier. Gibt's doch nicht. Man wird immer nur von einem entdeckt, aber das bringt einem dann im Grunde genommen auch nicht viel. Ach Mann, wenn dann trotzdem jedes Mal diese Nebenquest dann kaputt ist. Okay, hier sind ein paar Händler. So, wo sind jetzt die anderen? Ich habe das Gefühl, ich könnte mich hier drin verstecken. Oh, jetzt muss ich niesen. Oh, scheiße, Mann. Oh. Gott. Es ist so unangenehm. Und auf einmal die Nase. Naja, genau. Wir wollen ja eigentlich mal eine andere Waffe dafür benutzen. Wir haben so viele Dinger. Wir haben echt viele Dinger zur Auswahl. Also, aber der Wurfpfeil macht am meisten Laune. Ene, Mene, was war's? Kuh. So, okay. Was plündere ich den eigentlich? Der hat doch sowieso nichts. Moment mal, hier war doch noch einer. Ich sehe hier irgendwo immer noch einen, aber irgendwie ist er nicht da. Ah, na gut. Meine Fresse. So, na komm schon. Oder schlimmer noch, sich das Land mit Gewalt nehmen. Wir sind uns der Expedition, an die dein Volk gegen uns ausschickt, bewusst. Wie meinst du das, mein Volk? Wir sind alle eins. So sollten wir auch handeln. Wie? Indem wir dir unser Land überschreiben? Dann sind wir alle eins. Sir William hat vielleicht recht. Welcher Hoffnung? Pulver und Eisen. Die Geister führen uns, wie sie uns verraten. So geil. So, einer weniger. Zack. So muss das gemacht werden. Ah, deswegen doch schon leicht angenehm. Davon sind die. Okay. Wir versuchen mal auf das Haus zu klettern und dann von. Ich hätte mir wirklich diesen Entenfuß holen können. Oh, was ist denn jetzt los? Friede, Friede. War ich nicht immer euer Fürsprecher? Habe ich nicht immer versucht, euch zu beschützen?
Wenn du uns schützen willst, dann gib uns Waffen, Musketen und Pferde, um uns selbst zu verteidigen. Krieg ist keine Lösung. Was ist mit Fort Stanwakes? Was mit den Grenzverschiebungen? Sogar heute graben deine Leute das Land um, ohne Respekt für die, die darauf leben. Deine Worte sind süß, aber falsch. Wir kamen nicht, um zu verhandeln, zu feilschen. Wir kamen, um dich und euch des Landes zu verweisen. So sei's. Ich bot euch einen Olivenzweig, doch ihr schlugt ihn mir aus der Hand. Oh. Vielleicht hört ihr doch lieber auf das Schwert. Willst du uns drohen? Ja. Wow. Limit der indianischen Opfer. Eins. So, na dann. Ach nein. Ah, zum Glück war es nur optional. So, na dann. Der Reihe nach alle Niedermähen hier. Moment mal. Eigentlich brauche ich ja bloß diesen... Wo ist denn der Typ? Der ist da hinten. Ach man, geh mir aus dem Weg, Mann. Schubst mich nicht. Wo ist denn der Typ hin? Wo ist der Typ? Da! Ich hätte ihn wirklich instant killen sollen. Mit Bogen oder so. Das wäre noch ziemlich cool gekommen. Oh, super! Oh Gott! Wie auch immer der den jetzt getroffen hat. Oh nein. Was hast du getan? Deine Intrigen durchkreuzt. Du wolltest dieses Land für die Templer gewinnen. Ei. Um es zu beschützen. Glaubst du, der gute König George liegt des Nachts wach aus Sorge um das Wohl seiner eingeborenen Untertanen? Oder dass die Stadtbewohner sich einen Dreck um sie scheren? Ach, sicher. Die Kolonisten treiben gerne Handel, wenn sie Nahrung oder Obdach brauchen. Oder wenn sie ihr Heer vergrößern wollen. Aber wenn die Mauern der Städte wachsen, wenn neues Ackerland gebraucht wird, wenn es keinen Feind mehr gibt, werden wir sehen, wie sie wirklich sind. Die Kolonisten streiten nicht mit den Irokesen. Noch nicht. Aber sie werden. Das ist der Lauf der Welt. Sie werden sich abwenden. Ich hätte sie stoppen können. Ich hätte euch alle retten können. Du sprichst von Rettung, und doch hast du sie ermordet. Ei, weil sie nicht auf mich hören wollten. Und es scheint... Du willst es auch nicht. Okay, so viel zu dem Thema. Schöne Worte. In Elbisch. Ha. So. Aber sehr, sehr, sehr interessant. Es ist wirklich immer. Man killt ja die ganze Zeit die Leute. Und immer mehr sind die von ihrem Gutsein sehr überzeugt. Das ist faszinierend. So muss es eigentlich sein. Ach, komm schon. Kann ich eigentlich hier mit dieser Nebenwaffe den killen? Ich glaube, ich komme nicht an. Hier, Verhandlungen mit dem Feind. Super. Uiuiui. Ja, mal wieder die Hälfte. Handlung abgeschlossen. Plus 20. T ist was für Engländer. Na klar. Erinnerung synchronisiert, Sequenz 6 beendet. Okay, das bedeutet, wir werden jetzt wieder in der realen Welt irgendwas rumtun können. William Johnson ist tot. Und mit ihm auch der Templerplan, das Land meines Volkes zu stehlen. Doch mit dem Ende dieser Gefahr deckte ich eine neue auf. Er trug einen Brief bei sich, adressiert an John Pitcairn, mit dem Befehl, die Waffen und Vorräte der Patrioten zu vernichten. Sollte er erfolgreich sein, werden die Kolonisten ihren Widerstand aufgeben müssen und die Templer erlangen die Kontrolle. Solange Pitcairn lebt, besteht diese Gefahr. Ich muss ihn finden. Er muss sterben. Sind relativ weit gekommen. Ich dachte, das bringt mir Klarheit oder das Gefühl, etwas vollbracht zu haben, doch ich verspüre nur Reue. Halt dich daran fest. Solche Opfer dürfen dir niemals leicht fallen. Ich musste es tun. Nicht nur für mein Volk, auch für alle anderen, denen Johnson Leid zugefügt hätte. Es ist ein Anfang. Doch um ganz frei vom Templer-Einfluss zu sein, wirst du dich um sie alle kümmern müssen. Auch um deinen Vater. Ich weiß. Das sagst du so. Aber glaubst du auch daran?
Wir bekommen Gesellschaft. Okay, wer ist denn jetzt da? Was ist es? Eine Bitte um Hilfe von Paul Revere. Aha. Die Notröcke scheinen was zu planen in Boston. Du hast die Söhne der Freiheit wohl sehr beeindruckt. Sie haben mich irrtümlich für einen von ihnen. Bitte sag Mr. Revere, dass es mir sehr leid tut. Ich aber zurzeit nicht helfen kann. Du solltest das überdenken. Mhm. John Pitcairns Name wird auch erwähnt. Wo soll ich denn hin? Das Haus von Mr. Revere in Boston. Wenn ihr wollt, so... Ha! Der ist ein Tick zu, naja, aggressiv in seinem Handeln. So, genau, da müssen wir dann demnächst hin. Unser kleines Völklein noch ein bisschen zu verbessern hier. Ja, genau, das machen wir gleich nochmal. Wenn wir schon mal dabei sind. So. Ah, soll ich dann wirklich immer mit diesem Wurfpfeil umhantieren? Im Grunde genommen ist es im Nahkampf wirklich sehr hilfreich. Aber ich glaube, ich hätte es auch mit normalen Waffen hinbekommen. Es ist halt nur ein kleines Gimmick, kann man sagen. Mit dem Bogen ist es dann doch wegen sicherer, auf Entfernung ab und zu mal ein oder zwei umzunieten. Das Problem ist halt nur, dadurch, ich war ja ein bisschen zu überstürzt. Das wäre ja mein kleines Problemchen. Normalerweise hätte ich die ja bekommen. Aber naja, überstürztes Handeln bringt halt nie jemanden, was? Ach komm schon. Natürlich muss ich wieder direkt ins Wasser. Nein, ich will nicht von der Mühle gemahlen werden. Oh Gott. Ey, komm. Das gibt's nicht. Da fällt er nochmal ins Wasser. Nee. Also bitte. Das ist zu viel. Wann steigt er wirklich auf? Na okay, er kann ruhig. Okay, ja gut. Dann versuchen wir mal nirgendwo auf den Pilz zu trinken. Oh mein Gott, ein Pilz. So. Ah, hier ist nix. Ja, schönen Tag auch. Und wer bist du denn hier? Hallo, ein Raum im Gasthaus. Haben wir denn ein Gasthaus? Ich weiß gar nicht. Aber ich glaube, das ist einer von den Handwerkern, oder? Ein Braumeister ist es, Alchemist. Sehr schön. Muss ein Deutscher sein. Komm, lass es ein Deutschen sein. Hallo, Sir. Möchtest du einen Schluck Ale oder etwas Brot und Käse? Connor, das hier ist Oliver und das ist Corinne. Tolle Leute. Olli, das ist Connor, der Mann, von dem ich dir erzählt habe. Der Herr des Hauses. Wir waren auf der Durchreise und trafen eure Pächter. Sie hatten Durst und wir hatten ein paar Fässer dabei und... Ich bin kein Herr und das sind meine Freunde, keine Pächter. Was macht ihr auf der Straße mit einem Karren voller Ale? Wir waren Gastwirte, bis der König unsere Taverne einfach für das Militär beschlagen hatte und uns auf die Straße setzte. Hey, ihr solltet hier siedeln. Hier fehlt eine Taverne. Sehr gut. Irgendwie. Doch ohne das Gasthaus selbst haben wir keine Wahl. Und okay. Ist teuer. Wir haben sicher Bedarf für etwas in der Art. Ich spreche mit meinen Freunden in der Mühle und sehe, ob wir nicht selbst eins bauen können. Wenn wir das arrangieren, würdet ihr dann erwägen, hier zu bleiben? Natürlich, Olli! Wir sind wieder Gastwirte! Oh mein. Super! Oliver und Corinne mit ihrer Investition von 1000. Ja, okay, da hab ich. Das sollte reichen. Vielen Dank. Das wirst du nicht bereuen. Investition bereut man immer. Von daher. Ist es doch eh wurscht. Ich hab Geld wie Heu. Da können wir auch eine kleine Farm bauen. Gastwirte können nun neue Dinge erstellen. Zum Beispiel Pasteten und irgendwelche anderen Kleinkram. Neuer Plan erhalten. Super. Ich brauche keine Pasteten. Ich brauche endlich mal hier Handwerker, die was können. Mensch. Gibt's ja noch nicht. Wenigstens haben wir hier mal volle Synchronisation. Das ist auch toll. Also dann. Hier ist... jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. So, und wieder zurück, weil es so schön war. Whee! Moment mal, ich habe mich, glaube ich, nur einmal gedreht, ne? Nein. Ja, genau, einmal gedreht. Normalerweise dreht man sich doch immer extremst oft. Na gut, das ist eventuell bei anderen Spielen so. Also dann. Ja, ist es hier drin? Ja, es ist hier drin.
Da steht nur mal der Pfeil nach oben, weil ich nur ein paar... Ich muss einen Höhenmeter überwinden. Einen. Eventuell sogar einen halben nur. Na gut. Rätsel des Landhauses. Na dann. Connor, komm mit mir nach unten. Oh. Soll ich etwas suchen, das vielleicht dorthin passt? Okay. Keine Eile. Am Ende wird sich das richtige Stück schon finden. Wie du willst. Da ist eine Truhe in einer Höhle am Rand des Grundstücks. Okay. Könntest du sie mir holen? Ich würde ja selbst gehen, doch mit diesen alten Knochen geht es nicht mehr. Ja, naja, na, klar, du kannst nicht mehr so gut klettern. Nimm Norris mit dir. Ein großer Fels blockiert den Höhlen. Okay. Du wirst ihn irgendwie beiseite räumen müssen. Gut, mit Norris über seinen Springstoff. Wuh! Geiler Scheiß. Na dann, holen wir uns mal die schöne Springstufe. Noch ein Stück, noch ein Stück. Und jetzt. So, mein Freund. Wo ist Norris? Da ist Norris. Endlich mal eine anständige Meterangabe, ey. Aber es liegt daran, dass es so eine Art... es ist so eine Art halbe Hauptquest, kann man sagen. Oder? Na gut, manche Punkte sind wirklich immer mit einer Entfernung gekennzeichnet. Von daher macht das ja sowieso nichts Neues aus. Oder ist das irgendwas ganz Spezielles? Ist halt nur, dass die eigene Markierung nie irgendeine Entfernung hat. Das kotzt mich ein klein wenig an. So. Das ist ja eigentlich bloß dazu da, um zu wissen, man kommt dem Ziel näher und so lang muss man nicht mehr laufen. Das ist allgemein bloß der einzige Grund. Das ist halt so ein schönes, ein kleiner Augenschmaus. Ein bisschen vertröstet. Man weiß, warum es so lange dauert. Das ist wenigstens ein bisschen hilfreich. So, na dann. Wo ist jetzt diese Höhle? Und wo bin ich überhaupt lang gelaufen? Ich bin irgendwo gen Süden gelaufen, ne? Ja. Alter. Wie schnell der hier die Meter darunter hackt hier? Okay, 100 Meter. 21, 22. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Gut. Dadurch, dass wir eventuell noch ein bisschen Parcours machen, können wir eventuell 10 Sekunden abzählen, aber trotzdem. So, mein Freund. Hier war doch dieser Puma drin. Vor allem soll hier eine Truhe sein. Hier ist keine Truhe. Ich muss etwas holen für den alten Mann und er sagte, es müssten erst Felsen beseitigt werden. Ja. Mhm. Ich werde Sprengstoff mitbringen. Ein Franzose mit Sprengstoff. Okay, kann mir hier nehmen einen Tick. Ja, sicher keine von den üblichen Kolonisten. Gute Schützin. Sie hat den Boomerang. Sie ist stark und tüchtig. Hat sie einen Mann? Keinen, von dem ich wüsste. Ich habe noch nie eine Frau gesehen wie sie. Mhm. Ich würde sie gern besser kennen. Dann rede doch einfach mit ihr. Ich probier's. Hey, Vorsicht!